Wo fängt es für dich an, also deine künstlerische Karriere eigentlich? Ich würde sagen, es fängt an, als ich dann die Kunstschule abgeschlossen habe, 1995. Da hat sich eigentlich schon der erste, so mein, was ich heute mache, das hat dann begonnen, sich zu entwickeln. Und kannst du sagen, so die erste Arbeit, die für dich so richtig zählt, wo du sagst, da bin ich jetzt, das bin ich als Künstler? Ich würde sagen, dass wenn man jetzt da durch mich durchschaut, und vielleicht sieht man das da gleich im Dings, das ist eine der ersten Arbeiten dort, wo ich sagen würde, dass dort habe ich das erste Mal das Gefühl gehabt, wow, ja, da habe ich jetzt was, irgendwie einen Nagel auf den Kopf getroffen irgendwo, für mich selber und auch, wie die Leute darauf reagiert haben. Das ist eine wichtige Arbeit für mich, ja, zur Zeit. Ich muss ja bei der Arbeit so ein bisschen an Matthew Barney denken, weil der, ja, also das so als Referenz. Ne? Genau. Aber das war, diese Arbeit ist eigentlich eine Kunstgeschichtenreferenz, da hat es Matthew Barney drin, da ist Cindy Sherman drin, da hat es Vanessa Beecroft drin, da hat es Ines van Lansverde Zitate, da hat es ganz viele Zitate. Das war nicht die Idee der Arbeit, dass ich Kunstwerke, die mich interessiert haben in der Zeit, versucht habe, auf diese Person, auf diesen Tisch zu knallen. Da. Wie ging es dann nach dieser Arbeit weiter? Hättest du auch sagen können, also, jetzt habe ich alles, was ich toll finde, aus der jüngeren Kunstgeschichte in ein Bild hineinkomprimiert. Dazu kommt noch so mein eigener Zugang. Also ich selber bin da auch drin. Und das reicht jetzt auch erstmal. Das wäre super gewesen. Ne? ein Foto machen können, gesagt, ja, das wäre jetzt. Nein, aber leider, die Welt ist ja einiges größer als ein paar Kunstreferenzen. Und ich bin schon immer eigentlich mehr interessiert gewesen in alltägliche Dinge um mich herum als in Kunst. Kunst hat mich eigentlich nur immer bedingt interessiert. Und ja, meine Arbeiten nachher, die haben dann über andere Dinge gesprochen, die haben dann über Horrorfilme gesprochen, die haben dann über menschliche, universelle Themen, über was ich auch heute noch versuche zu machen, auch sehr zeitgemäß zu sein. Und warum hast du dich dann entschieden, nach New York zu ziehen? Dann habe ich ein Stipendium von der Stadt Zürich bekommen. Und dann bin ich hier hingekommen für ein Jahr und mir hat dann die Stadt super gut gefallen. Und ich habe meine Wohnung aufgegeben in der Schweiz. So, ich hätte eigentlich genau gleich viel Energie gebraucht in der Schweiz, das Leben fortzuführen als in New York. So, ich habe dann entschieden, hier zu bleiben. Hattest du das schon zu dem Zeitpunkt eine Galerie hier? Oder? Ja, die Metro Pictures, die sind dann in mein Studio gekommen hier in New York. Und ich hatte, naiv wie ich war, hatte ich keine Ahnung, wer das ist. Einfach diese zwei netten älteren Frauen. Und bin dann, die haben gesagt, ja, komm nächsten Tag zur Galerie. Und dann bin ich dorthin gekommen und ich so, oh, super, das ist genial. Und die haben mich dann gleich eingeladen für eine Show. Und das war vor 9 Jahren jetzt. Und mittlerweile hatte ich schon etwa 5 oder 6 Shows in der Galerie. Und das ist schon super. Da bin ich froh. Solange ich meine Miete bezahlen kann, bin ich froh. Das ist okay und da mache ich mir gar nicht weiter Gedanken. Wenn ich irgendwie am Tisch sitzen kann oder irgendwie Kunst produzieren kann und ich fühle, da ist immer noch ein Feuer, das brennt irgendwo. Was es auch immer ist, mache ich total Wurst. Und der kreative Prozess selbst, wie findet der statt? Also ich sehe ein paar so Zeichnungen, also zeichnest du Sachen erstmal? Wie ist das, oder ist das alles in deinem Kopf? Ja, ich suche immer für eine neue Arbeit, ich suche immer den Schneeball, der so eine Lawine auslöst. Das kann ganz eine kleine Idee sein. Und ja, die kann überall kommen, die kann nicht auf der Toilette sitzen oder in der Subway. Oft, ich meine, wo ich viele meiner Arbeiten sozusagen dann kreiere, ist im Balthasar, das ist ein Restaurant hier in Soho. Und da gehe ich seit 10 Jahren von Montag bis Freitag frühstücken. Und da nehme ich dann mein Notizbuch mit und da schreibe ich dann oder zeichne ich Skizzen und Dinge, die ich dann realisieren möchte. So, das ist vielleicht das mein kreativster Moment am Morgen von 8 bis 9. Mit dem ersten Kaffee, dass so das Koffein ins Hirn reinkommt und dann bin ich dann so. Und dann kommst du irgendwann zurück und dann fängt der praktischere Teil an, oder? Dann fängt der sehr unattraktive Teil an, ja. Und leider ist es im Moment, ich weiß nicht, ob das andere Künstler auch haben, aber das ist schon ein Wahnsinn. Ich meine, jetzt, wenn ich dann meine Assistenten hier habe und so wie tun nichts anderes als ein E-Mail nach dem anderen, einfach irgendwie
ist ja auch schön, ich meine, die Ausstellung zu organisieren und alles, aber irgendwie, ich bin auch manchmal nostalgisch, ich würde gerne wieder in den 60er Jahren leben, was nur, zum Beispiel Andy Warhol in der Factory, der hat nur ein Telefon, das irgendjemand abgenommen hat und dann, what do you want? Hast du mal überlegt, ganz aus der Kunstwelt auszubrechen und eben in die Massenkultur? Nein, ich gebe nicht auf. Ich habe wirklich das, vielleicht kann man sich als Mission, ich gebe nicht auf, ich möchte, und ich meine, es gibt ja viele Künstler, die das schon machen. Man muss ja nicht ein William Wegmann sein und Hünden Kleidern anziehen, um irgendwie populär zu werden, oder? Ich meine, kann man, zum Beispiel der Andy Warhol war super populär, war ein Künstler. Und der hat sich, wenn man ihn heute anschaut, was der gemacht hat, das war, okay, das war eine ganz andere Zeit, das waren die 60er, 70er. Aber ich meine nur, es gibt gewisse Dinge, wo Leute vielleicht wie einen größeren Markt ansprechen, aber nicht irgendwie die Treue an etwas verlieren müssen. Also das heißt, ich hoffe immer noch, dass ich irgendwann, ich meine, ich bin jetzt die Marina Abramovic Show anschauen gegangen im MoMA, das verstehen ja alle, das ist ja super. Weil die macht ja wirklich Kunst, ich finde, das versteht, würde meine Großmutter verstehen. Und da, ich spreche über diese Dinge, die wirklich auch Leute interessieren, weil sie eben universell sind, weil sie Leute bewegen. Und nicht eben dieses Gefühl, dass man dann irgendwie was schaut und es gehört, oh ja, dieser junge Künstler macht jetzt etwas, das vielleicht jemand in den 70ern schon gemacht hat, aber er verwendet andere Pinsel und so. Ich meine, das ist für mich einfach, muss ich sagen, boring.